Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Tagesenergie. Ich glaube, es ist die 34. ungefähr. So haben wir also schon eine ganze Menge geschafft. Ich will mal anfangen mit einem kurzen Hinweis auf die nächste Alsfelder Konferenz. Die ist dieses Wochenende, 16. 17. März in Alsfeld. Wie gesagt, mittig in Deutschland. Es geht dieses Mal um die Bereiche Forschung und Technik, Landwirtschaft, Tiere und Spiritualität und Bewusstsein. Und Forschung und Natur und so weiter. Also viele spannende Themen und wir werden auch wieder spannende Referate haben. Das wäre also erstmal der Hinweis. Dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich ansprechen möchte, weil viele Leute mich ansprechen auf einen Text, der momentan kursiert im Internet. Es geht um das One People's Trust, um irgendein Konstrukt, wonach irgendwelche juristischen Vorgänge dafür sorgen, dass die Kabalen sozusagen irgendwann einpacken müssen. Ich bin da erstmal noch ein bisschen skeptisch und ein bisschen abwartend, ob das so ist. Und wir haben eben noch nicht wirklich viele fundierte Hintergrundkenntnisse darüber, dass wir da heute drüber reden wollen. Deswegen, ich spreche es nur an für die Leute, die mich immer wieder fragen, Mensch, toll, was haltet ihr davon? Wir warten erstmal nochmal ab, bevor wir da wirklich was Konkretes zu sagen können. So, Alexander, das war erstmal mein Vorgeplänkel. Du hast eine ganze Menge mitgebracht und nicht nur was zu essen, sondern sicherlich auch einiges an Erkenntnissen und dicken Stapel Meldungen. Aber ich frage mal, wie allgemein so, wie fangen wir an, wie sind die Energien, ist was an Sonnenaktivitäten was Spezielles im Moment oder wie fühlen sich die Menschen? Ich glaube, es sind auch noch viele Menschen im Moment erkältet und krank. Ja. Das Wetter ist ja auch sehr wechselhaft, dass es jetzt nach dem Frühlingsanfang dann nochmal sehr kalt geworden ist. Was ist für dich das energetisch Interessante im Moment? Also im Moment gibt es vieles, was man beobachten kann, was man spüren kann und wo man im Grunde genommen auch gar nicht vorbeikommt, weil es eben ganz deutlich wird. Und das ist so ein breiter Bereich, dass ich ein klein bisschen das trennen will. Es gibt einmal die solaren Aktivitäten, über die bräuchten wir momentan gar nicht so sehr zu sprechen, denn die sind sehr unspektakulär, jetzt gerade in den letzten Tagen. Es gab allerdings ein paar kleinere, interessantere Bewegungsmuster. So gab es sehr viele kleine Impulse, so vor 3-4 Tagen. Und das wird häufig auch gespürt. Das heißt also, wenn man sich die Sonne so anschaut, sind das keine starken Eruptionen. Aber aus dem Grundniveau heraus erfolgen manchmal an einem Tag 14, 15 kleine Eruptionsspitzen. Mhm. Und es gibt viele Menschen, die das auch sehr deutlich spüren. Aber alles in allem eher eine etwas unspektakuläre Sonne. Aber die ganzen Forscher aus der NASA-Ecke sagen also eine gewaltig aktive Sonne noch für dieses Jahr voraus. Also man nimmt an, dass dort viel in Gang kommt und das werden wir dann zur Kenntnis nehmen und darüber sprechen können. Ich glaube auch, weil die gerade feststellen, die Sonne ist im Moment sehr ruhig im Verhältnis zu dem, was sie erwartet haben und sie meinen, schließen daraus, dass irgendwann dann halt doch wieder das Pegel andersrum ausschlägt sozusagen. Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt eine ganz kleine Liste von wirklich beobachteten Eckwerten. Und es gibt natürlich viel, viel, was auf der Sonne geschieht, das uns überhaupt nicht bewusst ist, weil es außerhalb unserer eigenen Wahrnehmungskanäle erfolgt oder außerhalb der Spektren, die wir messen. Und von daher ist die Sonne natürlich ein riesiges Mysterium. Wir wissen von der Sonne nichts, aber wir können eben mit dem, was wir beobachten können, trotzdem schon diese aktiven Phasen erkennen, die auch wellenförmig verlaufen. Und so haben wir eben auch in uns Wellen, die sich energetisch ausdrücken. Aber es gibt viel mehr zu berichten. Es gibt natürlich in der äußeren Welt vieles, was ich in Form von Meldungen dabei habe. Ich selber hatte jetzt am Wochenende ein Seminar in Walsrode. Und in dem Zusammenhang gab es auch eine energetische Anhebung. Und dabei habe ich eine sehr starke Resonanz zu Energien. Und auch zu der Resonanz, die insgesamt vorhanden ist, auch bei den Einzelnen. Und das ist deutlich verändert. Also hier ist eine höhere Resonanz, man könnte sagen, eine deutlich höhere Sensibilität festzustellen. Und diese Sensibilität ist natürlich nicht immer nur angenehm, denn wir spüren eben mehr. Und das können wir sehr schwer einordnen, was es da ist, was da bei uns anklopft. Also insgesamt gibt es energetisch viel zu beobachten. Und ich würde gerne nachher, so zum Ende der heutigen Sendung, ein paar Hinweise wie immer geben, was uns noch erwartet und wie man mit diesen Energien umgehen kann.
glaube, es ist aber klug, wenn wir zunächst einmal so ein paar Beispiele finden, über die wir sprechen können. Ich sehe da schon auf dem Zettel irgendwie eine Kurve aus der Welt, aber vielleicht sagst du, worum es geht, oder gibst du mir eine Meldung? Ich habe verschiedene, du siehst mit Büroklammern zusammengefasste Themen, die irgendwo zusammengehören. Und dieser Aspekt hier, US-Wirtschaft nähert sich dramatisch der Todeslinie, ist ein Bericht aus der Welt, der sich mit der immer dichter vor der Tür stehenden Fiskalklippe beschäftigt hat. Rückwirkend natürlich jetzt betrachtet, denn inzwischen ist es ja passiert, was hier befürchtet wird. Da kommen wir gleich dazu. Also das war eine Meldung wenige Tage, bevor dann dieser Termin am 28. Februar 2013 ablief. Das haben wir sehen vielleicht die Kurve hier einfach, aber wir sind da. Ist sie wichtig? Stehen vor einem erdrückenden Schuldenberg, ja, ist klar. Wissen wir ja. Und dass das auch nicht zu heilen ist mit dem System, was wir haben, ist auch eigentlich klar. Das haben wir schon immer wieder gesagt. Wie geht es denn jetzt weiter? Also da wird es ja gewaltige Einschnitte geben. Also hier muss man wissen, es sind zwei verschiedene Klippen, die sozusagen anstanden. Das eine ist die fiskale Klippe, das heißt also, es gab bereits beschlossene Steuererhöhungen beziehungsweise auch das Streichen von Unterstützung für ganz viele Menschen und auch das Militärbudget, wenn nicht ein gemeinsamer Nenner gefunden werden könne. Und der ist eben nicht gefunden worden. Und das hier ist jetzt dann die Auswirkung in einer weiteren Meldung, die ich mitgebracht habe. Da steht ein bisschen, was passiert. Über Budget der USA fährt der Rasenmäher. Es gab keinen Kompromiss mit den Republikanern, jetzt treten automatische Kürzungen um 85,3 Milliarden Dollar in Kraft. Ja, das betrifft natürlich im Grunde alle Behörden. Das ist eine ganz elegante Möglichkeit, Steuern zu erhöhen, ohne eine Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise gerade indem man keine Entscheidung trifft. Und jetzt haben wir einen Punkt erreicht, an den ich daran erinnern möchte. Wir haben ja schon ein paar Mal in der Vergangenheit über diesen möglichen Termin gesprochen. Ja. Das erste Mal im letzten Jahr. Denn da stand der eigentliche Termin an, zum Jahresende. Und ich habe damals gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass diesmal tatsächlich nicht ein Kompromiss gefunden wird, um genau das in Gang zu setzen, was man dort angeblich vermeiden möchte, aber in Wahrheit sehr gut brauchen kann. Und dann hat man diesen Termin verschoben. Und zu der damaligen Zeit, Joe, im November, Dezember letzten Jahres, war das ein riesiges Thema in der Presse. Du hast also überall lesen können, Achtung, was passiert, was könnte jetzt kommen. Und diesmal bei dem verschobenen Termin hast du so gut wie gar nichts gelesen, ganz, ganz wenig Meldungen erschienen. Und dann, als tatsächlich eben diese Einigung nicht gefunden werden konnte, ist überhaupt nichts passiert. Weder eine großartige Meldung, eine Flut von Meldungen, die jetzt diese dramatische Situation aufnimmt, noch sonst etwas, im Gegenteil. Die Aktienkurse sind kräftig gestiegen und wer sich die Reden des Herrn Obama jetzt anhört im Nachgang dazu, der kann genau feststellen, dass hier schon sehr genau gewusst wurde, was jetzt passiert und dass man ganz, ganz bewusst eben diesen Termin hat verstreichen lassen. Das ist also kein Versehen oder hier hat man sich nicht einigen können, sondern hier ist ganz bewusst der Stecker gezogen worden. Und es zeigt uns, wie unterschiedlich hier die Wahrnehmung der Menschen im Grunde genommen gegenüber dem ist, was dort tatsächlich passiert. Hier steht es eigentlich ganz deutlich drin, es ging um die Insolvenz der Vereinigten Staaten. Im August 2011 war also der Termin, wo Obama das sozusagen verhindert hat durch Budgetkürzungen. Und jetzt ist also der Termin, wo man sich nicht geeinigt hat. Und eigentlich sind sie insolvent, oder wie muss man das sagen? Die USA sind eigentlich seit Mitte der 30er Jahre komplett insolvent. 1913 ist ja das System dahingehend geändert worden, dass die Fed das Geld eben ausgibt. 20 Jahre später waren die USA insolvent. Das heißt, man konnte ausrechnen, dass es unmöglich sein würde, das Geld wieder zurückzuzahlen. Und seitdem hat sich die Situation nicht verbessert. Das nennt man Insolvenzverschleppung. Und das, was wir jetzt hier erleben, ist natürlich nicht die Insolvenz eines einzelnen Landes, sondern ein Ausdruck des gesamten Systems. Und dazu habe ich eine wunderbare, sehr symbolische Meldung, die man gar nicht weiter interpretieren muss. Okay. Schlechte Qualität. Dollarscheine werden von Pilzen zerstört. Das ist bitter. Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
Der Dollar ist keine harte Währung, wenn es nach der Papierqualität geht. Aggressive Pilze sollen dazu in der Lage sein, Dollarscheine zu zersetzen. Die Beschädigung kann dazu führen, dass die angefressenen Scheine nicht umgetauscht werden. Es empfiehlt sich daher nicht, zu Hause Dollarscheine zu horten. Das ist ja, nicht gut, unglaublich. Ist ja auch nur Papier, ja. Dass also hier natürlich der Pilz, der ja in der Natur dafür sorgt, das Abgestorbene zu beseitigen, so etwas wie eine Gesundheitspolizei, jetzt hier auf den Dollar zugreift als Nahrungsmittel, hat eine hohe symbolische Qualität. Ganz, ganz toll, das macht mir wirklich Spaß, diese Meldung. Ja, okay. Das ist die Situation. Man könnte sehr, sehr lange über die USA sprechen. Dort laufen extreme Dinge. Es wird immer härter, was wirklich auch die öffentliche Rücksichtslosigkeit betrifft. Ich hatte schon vor 2 Sendungen ein Thema ansprechen wollen und habe es dann aber eben doch nicht getan, was an der Stelle einfach auch nochmal genannt werden sollte. Über mehreren amerikanischen Städten, beispielsweise Miami, aber auch in Houston und in anderen großen Städten, sind inzwischen mit Hubschraubern nachts Übungen gemacht worden, mit schweren Maschinengewehren geschossen worden, zwar mit Platzpatronen. Man hat auf den Autobahnen Szenarien nachgestellt, in denen Autos gestoppt worden sind, große Mengen an Fahrzeugen mit Hubschraubern. Hubschrauber sind in wenigen Metern Höhe, militärische Hubschrauber, in diesen Städten unterwegs gewesen. Also hier passiert schon eine Menge, ganz offensichtlich, und die Dinge beschleunigen sich. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass auch das Drohnenthema immer mehr in die Öffentlichkeit gerät. Das große Thema in den USA ist momentan, darf der Präsident US-Amerikaner in den USA töten? Das hat auch etwas mit dem Recht der einzelnen Staaten zu tun. Hier wurden jetzt bereits Gesetze geändert, sodass auch die Gouverneure der einzelnen Staaten die Bundesbehörden um Hilfe bitten kann, beziehungsweise dass man über diesen Weg auch das Militär in allen einzelnen Staaten einsetzen kann. Und Obama hat eine Umfrage bei den Militärs gestartet, wonach gefragt worden ist, würden sie auf amerikanische Bürger schießen, falls es notwendig ist, die USA zu retten und zu stabilisieren. Das heißt also, hier kann vieles ganz offenkundig wahrgenommen werden. Zumal die Dinge spitzen sich zu. Die Homeland Security hat, glaube ich, 1,6 Milliarden Patronen bestellt, und zwar Hohlspitzgeschosse, die im Grunde sonst sogar im Krieg verboten sind oder sind jedenfalls sehr bedenklich, und aber eben nicht für Auslandseinsätze, sondern scheinbar für Einsätze gegen die eigene Bevölkerung. Und es werden gepanzerte Polizeifahrzeuge tausendfach beordert. Ja. Oder es ist, ich weiß nicht, ob das schon durch ist, aber scheinbar wappnet man sich. Das ist schon passiert. Das ist schon im letzten Jahr passiert. Die Polizei ist teilweise eben auch mit Sturmgewehren ausgestattet worden, mit Panzern ausgestattet worden, mit Minen ausgestattet worden. Also hier können wir vieles beobachten. Und natürlich ist das etwas, das unerfreulich ist und viele ängstigen wird. Aber es zeigt eben auch die Angespanntheit der Situation. Und dass man sich hier drauf vorbereitet, auf etwas, was da kommt. Und das zeigt uns ganz einfach, wo wir energetisch stehen. Und hier wegzugucken, ist keine gute Alternative. Aber wenn wir denken, das ist ja in Amerika, das ist weit weg, wir haben es in Europa ja nicht unbedingt viel besser, da passieren ja auch viele Dinge. Ich sehe von Weitem, dass du da was aus Europa hast. Wir hatten zu Europa vielleicht noch einen wichtigen aktuellen Hinweis. Es gab jetzt am vorletzten Wochenende gewaltige Proteste in Portugal. In Portugal wird davon gesprochen, es waren die größten Protestbewegungen aller Zeiten. Und dort ist sehr deutlich ausgesprochen worden, was man von der Regierung hält. Es sind viele Galgen nach oben gehalten worden. Es sind klare Aufforderungen für Selbstjustiz auf den Fahnen zu finden gewesen. Und man hat gesehen, das sind keine Fahnen, die alle in Englisch vorgeschrieben sind und auf einer professioneller, immer wiederholte Qualität zurückzuführen sind, sondern es waren wirklich aus der Bevölkerung zusammengestellte und zusammengebastelte Fahnen. Man merkt ganz einfach, wie du sagst, das ist eben kein amerikanisches Thema, sondern insgesamt kommt etwas in Gang, kommt etwas in Bewegung. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das gehört dringend dazu. Italien, ja, auch interessant, die Wahl mit diesem Beppe Grillo. Ja, das ist ja scheinbar sehr viel interessanter, als er hier dargestellt wird, als Clown von Steinbrück bezeichnet. Ja, natürlich habe ich dazu etwas dabei. Okay. Ich habe also einmal eine Meldung hier, machen Sie jetzt unseren Euro kaputt.
in der üblichen Manier der Bildzeitung auf eine grauenhafte Art und Weise hier so eine Gemeinsamkeit schaffen zu wollen. Unseren Euro, machen Sie ihn jetzt kaputt. Es kann einem nur schütteln, wenn man sieht. Außer Bild, gut, das kann man nur zeigen, braucht man gar nicht weiter drauf eingehen, glaube ich. Ne? Okay. Ich habe aber diese Meldung deswegen mitgebracht, weil hier die beiden, eben der Beppe Grillo und der Berlusconi, gezeigt werden als die großen Risikokofaktoren. Ja. Hier ist nichts, was kaputt zu machen wäre. Der Euro ist nicht kaputt, er ist vollständig kaputt. Und es ist eine Farce, eine solche Frage zu stellen, die nur noch durch eine Meldung auch wiederum aus der Springer-Presse getoppt werden kann. Mhm. Es ist, ja, unglaublich. Aus der Welt. Union fürchtet den Mann, der die Wahrheit spricht. Der Zorn über den undiplomatisch über Clowns redenden SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück ist schon fast verflogen und die Union fürchtet plötzlich das Bild des Politikers, der sagt, was viele denken. Das ist natürlich ganz unangenehm, wenn das jemand sagt. Es ist natürlich hier eine Pervertierung. Ja. Der Herr Steinbrück als jemand, der sagt, was er denkt, der Herr Steinbrück als den Mann, der die Wahrheit spricht, zu präsentieren, ist sowas von grotesk. Der Mann, der zur damaligen Zeit mit Frau Merkel vor die Kamera getreten ist, gesagt, die Sparguthaben sind sicher. Genau gesagt hat Frau Merkel gesagt, wir sagen, dass die Sparguthaben sicher sind, was natürlich der Wahrheit mehr entspricht. Ein wenig später, ungefähr ein Jahr später, hat er gesagt, das war alles nicht richtig, das war alles nicht wahr, aber wir konnten es nicht anders machen. Das, was hier als Wahrheit verkauft wird oder als mutige Opposition, hat nichts damit zu tun. Es ist eine Pervertierung. So wie eben eine Opposition von ganz vielen Menschen in Wahrheit nichts anderes ist, als Steigbügelhalter genau der Architekten zu fungieren, die diese Opposition ins Leben gerufen haben. Wir können das an allen Stellen sehen, wie gerade das missbraucht wird. Und hier ist es einfach eine Farce. Ja. Tatsächlich ist aber natürlich ein Clown eine interessante Figur, denn er ist ja derjenige, der Schwächen überzeichnet, präsentiert, der eben auch bestimmte Dinge auf die Schippe nimmt und auf Missstände hinweisen kann. Und das auf eine Art, die jeder versteht, auch kleine Kinder. Das ist gefährlich. Sowas ist auf gar keinen Fall gewollt. Und in Italien ist einfach momentan der Ablauf ins Stocken geraten. Mhm. Wir haben so häufig darüber gesprochen, es geht immer um die Energie. Ja. Und im Moment haben wir eine Bewegung, die ins Stocken gerät, eine künstliche Bewegung. Eine Bewegung, die in dem Moment, wo man keine Energien mehr hineingibt, sofort sich auflösen würde. Und genau das kann man dort jetzt sehr gut sehen. Und wir werden noch abwarten, was da passiert. Aber es ist eine großartige Symbolik, dass eben ein Clown hier jetzt tatsächlich in der Lage ist, die Wahrheit ein Stück weit ans Licht zu bringen. So ein Clown fehlt uns in Deutschland eigentlich auch. Oder so ein Narr, der das, ja, die Dinge so anspricht und der dann noch das schafft, eben Millionen hinter sich zu bringen. Im Grunde genommen ist es natürlich nur ein kurzer Moment, in dem das notwendig ist. Schließlich sollte jeder selber, ohne diesen Clown zu benötigen, einfach die Augen aufmachen. Es ist genug, was man sehen kann. Ja. Und wir wissen natürlich auch nicht, wer hinter diesen Kräften zu finden ist. Und ich möchte ganz dringend darauf hinweisen, dass es ganz leicht in einen neuen Irrtum hineinführt, wenn du die üblichen Klischees bemühst, zwischen gut und böse und der ist gut und der ist böse. Es ist vielschichtiger. Und wir kennen die dahinterliegenden Kräfte nicht. Aber für mich und für uns hier bei den Tagesenergien, die wir die dahinterliegenden energetischen Qualitäten betrachten wollen, ist das gar nicht wichtig. Selbst wenn auch hier irgendwelche Kräfte nur jemand nach vorne stellen, um Beruhigung zu signalisieren. Egal. Ja. Es ist der Ausdruck dessen, was jetzt kommt. Mit welcher Absicht das auch immer geschieht. Ganz häufig geschieht etwas mit einer anderen Absicht und führt dann in eine gänzlich andere Richtung. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die das Böse will und das Gute schafft. So ist es. Das können wir hier sehr schön sehen. Und da wird noch weiteres zu beobachten sein. Wir haben hier in Europa in den letzten Tagen eine ganze Reihe von schwarzen Schwänen gesehen. Mhm. Ein schwarzer Schwan ist natürlich etwas Ungewöhnliches. Und man spricht davon, dass in der Wirtschaft oder in den Aktienmärkten der schwarze Schwan, wenn er erscheint, alles ins Wanken bringen kann.
Das heißt, ein schwarzer Schwan kann jederzeit das, was man versteckt hat, sichtbar werden lassen. Und in den letzten Tagen hatten wir hier in Europa eine Reihe, eine Armada schwarzer Schwäne, die vor allen Augen vorbeigeschwommen sind und man hat sich einfach geweigert, sie zur Kenntnis zu nehmen. Das ist der Einbruch in Frankreich, der Industrieproduktion jetzt im 10. Monat, dramatische Einbrüche. Wir haben die Situation jetzt hier in Italien. Wir haben in Spanien Arbeitslosigkeit, die durch die Decke geht und haben dort eine Situation, die mindestens so schlimm ist wie in Italien. Wir haben in Griechenland keinerlei Entspannung. Wir haben auf Zypern jetzt eine Regierung, die langsam unbequem wird, die auch nicht alles mitmacht, was man aus europäischer Seite verlangt. Mhm. Im Übrigen eine ganz interessante Information von einem Freund von mir aus Zypern, der mir berichtet hat, dass die zyprische Regierung wie jedes Jahr auch Werbung schalten wollte im Fernsehen, ARD, ZDF und ich meine bei ProSieben, möchte mich jetzt nicht festlegen, für Zypern-Werbung. Dort, wo die Götter Urlaub machen. Alle Sender, auch die staatlichen, die sogenannten, haben sich geweigert und wollen keine Werbung für Zypern zeigen. So viel zu den Abtrünnigen. Mhm. Und das kann man sehr schön sehen, wie dort an ganz unterschiedlichen Stellen dann eben der Einzelne isoliert wird, wenn er ausschert aus dem, was ideologisch verlangt wird. Aber das geschieht, und es geschieht überall mit gewaltigen Kräften. Und wir nehmen so wenig davon wahr, weil man uns so viel Rauch und Nebelschwaden vor die Augen bläst. Ja. Ich habe etwas zum Papstrücktritt mitgebracht. Das ist natürlich noch ein... Ja. Thema, das wird uns gegebenenfalls auch noch in naher Zukunft beschäftigen. Ich denke auch, das ist noch nicht gegessen, das Thema. Zumal ja jetzt das Konklave, glaube ich, jetzt zusammentrifft. Mal sehen, wer dann da gekürt wird. Aber zeig mal, was du hast. Ja, also ich habe zum Papst ein paar Themen dabei. Zunächst einmal muss man sich wirklich klar machen, dass der Papst eine Figur ist in diesem Spiel, die wenig zu fürchten hat, üblicherweise. Ja. Die in einer Position sitzt, in der sie schon sehr, sehr sicher und sehr unangreifbar zu sein scheint. Zu sein scheint. Und dieser Papst nun hat mit seinem Rücktritt nicht nur einen ganz normalen Rücktritt in Gang gesetzt, das kann man überall sehen, denn auf die Art, wie mit dem Papst umgegangen wird, lässt viele Rückschlüsse zu. Hier habe ich einen Artikel aus der Welt. Papst Rücktritt wegen Sex und Erpressung im Vatikan? Fragezeichen. Ein Dementi folgte auf dem Fuß, doch das Gerücht ist brisant. Italienischen Medien zufolge tritt der Papst wegen eines homosexuellen Priesternetzwerks zurück. Auch Erpressung soll im Spiel sein. Ich glaube, da geht es auch nicht nur um Sex, da passieren eben auch noch andere Sachen, die noch düsterer sind. Wollen wir vielleicht gar nicht weiter ausführen, aber... Vielleicht kommen wir noch dazu. Wer weiß. Okay. Jedenfalls haben wir bei dieser Meldung etwas Erstaunliches zu bemerken. Hier wird keine Rücksicht mehr genommen. Ja. Hier wird jemand auf einmal, obwohl er diese Position innehat, in den Medien ganz anders behandelt als bisher. Ja. Das ist sehr auffällig. Denn wir haben es ja nicht wirklich mit objektiven Medien zu tun, sondern wir haben mit Medien zu tun, die ganz, ganz viel verschweigen. Wir werden gleich noch ein Beispiel serviert bekommen. Wenn etwas auftaucht, sogar ganz öffentlich am Wochenende im Fernsehen, können die Medienthemen totschweigen. Dazu gleich mehr. Aber hier werden Themen auf einmal angefasst und in einer beispiellosen Art und Weise auch gegenüber dem Papst verwendet. Noch viel mehr in dieser Reuters-Meldung, also eine Meldung, die an alle Agenturen geschickt wird. Das heißt, jede kleine Zeitung, die bei Reuters angeschlossen ist und dort ihr Abonnement hat und damit mit Meldung versorgt wird, bekam diese Meldung. Ja. Pope will have security immunity by remaining in the Vatican. Also der Papst hat Sicherheit und Immunität, wenn er im Vatikan bleibt. Und dann geht's weiter. Warum ist das wichtig? Pope says to live at the Vatican after he resigns will provide him with security and privacy. He will also offer legal protection from any attempt to prosecute him in connection with sexual abuse cases around the world. Also genau. Er ist da auch geschützt vor Anklagen wegen sexuellen Missbrauch. Es steht sogar weiter in diesem Artikel, dass er sonst mit Verhaftung rechnen müsste. Ah, ja. Würde der Papst den Vatikan verlassen, würde er verhaftet werden. Das steht in einem Reuters-Artikel, der um die Welt geschickt worden ist.
Spannend. Ich meine, die großen Agenturen wie Reuters, das sind ja, glaube ich, nur 5 in der Welt überhaupt, die Nachrichten für die ganze gesamte Welt verbreiten. Exakt. An alle Exakt. Zeitungen und Fernsehsender und Radio. Also hier ist wirklich etwas in Gang gesetzt worden, was unglaublich ist. Ja. In dieser Form und dieser Deutlichkeit ein klarer Hinweis ist, würde der Papst den Vatikan verlassen, würde er Gefahr laufen, verhaftet zu werden. Das ist ein interessanter Aspekt, insbesondere dann, wenn man beobachtet, dass der Papst tatsächlich ganz deutlich erkennbar wie in einem Gefängnis gehalten wird. Mhm. Nachdem er zurückgetreten worden ist, du siehst ein freudscher Versprecher, ja? Nachdem der Papst sehr zurückgetreten schön. Ist. Ja. Ja, die Wahrheit kommt immer ans Licht. So ist es. Ist er mit diesem Hubschrauber in ein Kastell verbracht worden, ja. Solange bis die Umbauarbeiten in dem Kloster innerhalb des Vatikans abgeschlossen sind, indem er dann in den Sicherheitstrakten untergebracht wird. Wir erleben wirklich die Festsetzung des Papstes. Gut, kann ich mitleben. Ja, der Papst, ja, wir wissen natürlich nicht warum. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, der Papst, der Brückenbauer. Ja. Die Frage ist, wohin baut er denn seine Brücke? Also Stellvertreter Gottes, also ich glaube nicht, dass, dass wir eine Brücke zu Gott brauchen. Wir leben in einer Welt, in der die Dinge auf dem Kopf stehen. Das könnte schon ein Hinweis sein. Das heißt also, hier werden Brücken gebaut, es geht um Rituelles. Und ich habe hier eine weitere sehr interessante Meldung zum Papst, die ich mitgebracht habe, die einen Blick in diese Richtung erlaubt. The Bent Cross Crucifix versus the Traditional Crucifix. Also es geht um das traditionelle Kreuz oder das gebeugte Kreuz. Kann man es hier? Ist es das, was hier gezeigt wird? Was ja so ein bisschen. Man sieht also hier den Papst mit seinem Stab, an dem eben das Kreuz gebogen ist. Und dieses gebogene Kreuz ist ein Kreuz, das schon im Mittelalter verwendet worden ist im Zusammenhang mit Satanismus. Und das finden wir jetzt also auch teilweise in Zeitungsartikeln wieder. Und vielleicht gibst du mir netterweise den Artikel nochmal ganz kurz. So, dass also auch an dieser Stelle der Papst in ein ganz anderes Licht gerückt wird, als es bisher vorhanden war. Es gibt übrigens eine interessante Skulptur, ich glaube in einer Audienzhalle, wo der Papst, also ganz klein sitzt, eine riesige Skulptur, wo angeblich Jesus irgendwie aus etwas aufsteigt, aber das ist so düster und so finster, also wer das mal googeln will, das kann man, glaube ich, sogar mit dem Begriff Satanic Pope und sowas, findet man das Bild. Also die ganzen Zeichen sind wirklich alles andere als lichtvoll. Das, was ich hier mitgebracht habe, dieses gebogene Kreuz, ist natürlich in Wahrheit auch etwas, das ganz schnell durchschaubar wird, denn es braucht nicht das gebogene Kreuz. Wie eigenwillig einen angenagelten toten Mann an einem Kreuz zu verehren, ob das gebogen ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Der Papst braucht an dieser Stelle nur genau betrachtet zu werden in seiner Funktion. Das, was jetzt ansteht, sind rituelle Arbeiten, die jetzt vor ihm liegen, vor dem, der jetzt kommt. Rituelle Arbeiten, die ganz unmittelbar vor ihm liegen, in den nächsten Wochen. Ostern spielt da eine große Rolle. Und deswegen auch die sehr schnelle Neuwahl des Papstes, die jetzt in den nächsten Stunden begonnen hat. Wir werden sehen, was daraus geschieht. Hier jedenfalls geht es um das Brückebauen. Nur in welche Richtung und wohin, das bleibt noch abzuwarten. Ja. Ich möchte noch gerne darauf hinweisen, dass alles gebraucht wird. Auch das, was hier geschieht und uns häufig Angst macht oder das Gefühl, berechtigte Gefühl vermittelt, dass hier durchaus auch Aktivitäten in eine Richtung stattfinden, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber auch das ist etwas, das eben in dieser polaren Wahrnehmung, die wir haben, geschehen muss. Das, was auf der einen Seite als lichtvolle Entwicklung begegnet wird und was man immer deutlicher erkennen kann, ein deutlich verstärkter Zugang zu den dahinterliegenden Kräften, wird auf der anderen Seite eben auch stärker wahrgenommen. Und von daher ist es immer so, dass wir die Dinge im Wechsel eben sehr polar erleben. Und der Papst hat hier eine ganz große, wichtige Rolle. Und der festgenommene, festgesetzte Papst ist eine interessante Figur in diesem Theaterstück. Eine sehr, sehr symbolische Figur. Sehr interessant, ja.
Gut. Abschließend zum Papst habe ich hier noch eine kleine Meldung. Sie ist hat mit dem Papst selber nicht viel zu tun. Ich bringe sie aus einem anderen Grund mit. Der Herr Niebel, der Bundesverteidigungsminister ist es, glaube ich, ist also für einen Afrikaner als Papst. Ja. Bundesentwicklungsminister. FDP hat sich für einen Afrikaner als Nachfolger ausgesprochen. Ich bin überzeugt, ein Afrikaner auf dem Stuhl Petri könnte die Welt verändern. Das ist auch wieder die Frage, in welche Richtung er sich das dann denkt. Ne? Er sei zwar nicht katholisch, kann er sich aber einen Afrikaner als nächsten Papst gut vorstellen. Okay. Hier können wir was sehr Schönes sehen. Es geht beim Herrn Niebel und dessen, was er hier sagt, um nichts anderes als um Ideologie. Ja. Ich bin zwar nicht katholisch, ich habe auch keine Ahnung, aber das finde ich gut. Und hier merken wir ganz deutlich, wie leicht im Grunde genommen auch Absurditäten von uns angenommen werden, ohne sie zu hinterfragen. Es ist so, als würdest du jetzt hier in Worpswede in die Fußgängerzone gehen und die Leute fragen, was sagen sie denn zu dem Krieg in Mali? Hm. Wir wissen nichts von Mali. Ja. Wir wissen nicht einmal, was hier in Worpswede geschieht. Die Leute wissen nicht mal, was bei ihnen zu Hause geschieht, im Zimmer ihres Sohnes. Sie wissen nicht, was hinter dem Kopf ihres Partners geschieht. Und wir haben einen Anspruch und meinen, aus irgendeiner Motivation heraus hier für Ordnung sorgen zu müssen. Und sei es nur, dass jetzt endlich mal ein schwarzer Papst drankommt. Ja. Das alles sind ideologische Vorstellungen. Sie haben nichts mit dem zu tun, was dort gleichsam in Anspruch genommen wird. Und das hat hier dann eben diesen Beigeschmack des Gutmenschen, der ein ideologisches Mäntelchen benutzt, um in Wahrheit etwas in Gang zu halten, was überhaupt nicht mit den dahinterliegenden Kräften in Verbindung steht. Es geht nur um Verpackung. Ja. Es geht nur so tun, als ob. Ja. Jetzt kommen wir zu einem äußerst interessanten Thema. Das, was ich vorhin angedeutet habe, wenn mal Themen in den Mainstream geraten und dann irgendetwas in Gang setzen, was überhaupt nicht gewollt ist, dann kann man sehr deutlich sehen, wie dann reagiert wird. Ich habe hier einen kleinen Artikel von der Jungen Welt. Es war der einzige Artikel, den ich sonst zu diesem Thema gefunden habe. Von daher vielleicht ganz kurz, du kannst ja diesen oberen Abschnitt vorlesen, die Überschrift und das darunterliegende bitte. Giuseppe Gullotta, Verschwörungsopfer des Tages. Ganz 22 Jahre lang saß der Italiener Giuseppe Gullotta unschuldig im Knast. Dafür fordert er jetzt 69 Millionen Euro Schadenersatz von seinem Land. Ein Jahr nach seinem Freispruch in einem Revisionsverfahren erzählt er in der ZDF-Talk-Sendung Markus Lanz am späten Donnerstagabend erstmals seine Geschichte. In den großen deutschen Medien ist der Justizskandal und Polit-Thriller, abgesehen von einem teils desinformierenden Bildbericht, bisher omertahaft totgeschwiegen worden. Omerta ist, glaube ich, von der Mafia so das Prinzip, genau, dass keiner drüber redet. Ja, worum geht's? Ich kann die Geschichte auch erzählen. Also, aber der Fall reicht zurück ins Jahr 76, am 27. Januar überfallen, im sizilianischen Alcama Marina, Unbekannte, eine Karabiniere-Station, und erschießen zwei Polizisten. Aber vielleicht erzählst du es weiter. Ja, statt, also das ist der Anfang, den du erzählt hast. Und man hat dann eben genau diesen Mann festgenommen, dem man unterstellt hat, dass er dafür verantwortlich sei. Es hat sich aber herausgestellt, dass dies ein Mord war, der wahrscheinlich im NATO-Auftrag geschah, denn es ging um Waffenlieferungen der NATO. Und hier kommt Gladio, eine Geheimorganisation der NATO, zur Sprache. Und es gibt eine ganze Reihe von Informationen dazu. Er hat also durch Folter sozusagen, hat er nachher gestanden. Aber das so ist es. Also er hat deutlich über 20 Jahre im Gefängnis gesessen. Und man hat eben auch seine Akte gar nicht bearbeitet. Und es sind viele Dinge verschwunden. Und Gerhard Wischnewski hat darüber geschrieben bei Kopp Online. Es lohnt sich, diesen Artikel mal anzusehen. Denn das Interessante war, dass dieser Mann eben eingeladen war bei Markus Lanz. Mhm. Der sagte mir zwar bis dato nichts, aber inzwischen weiß ich, er ist auch der Moderator von Wetten, dass. Also ja, er ist durchaus ein bekanntes Gesicht anscheinend. Ich glaube, fast jeden Tag irgendwie abends in der Show. Okay, ja, ich habe ihn bis dato, wie gesagt, nicht gesehen, aber er ist jemand, der wahrgenommen wird. Und er hatte eben diesen Gast in der Sendung und es wurde über die NATO gesprochen und über Gladio. Und normalerweise schreiben die Medien, was war denn los bei Markus Lanz? Ja.
Vor allen Dingen, wenn es so brisante Sachen sind. Das ist kein einziger Artikel über Markus Lanz an diesem Tag. Ja. Und hier können wir sehr schnell sehen, wie sehr stark eben auch durch das Weglassen Meinung gemacht wird. Ja. Wäre es tatsächlich problematisch, dann wäre es doch aufgegriffen worden von der Presse. Die freuen sich doch, wenn sie so einen Skandal finden. Ja. Wir sind an dieser Stelle sehr, sehr naiv und pflegen unsere eigenen kindlichen Vorstellungen. Ja. Deswegen ist das ein sehr schönes Bild, das ein anderes, eine andere Perspektive und eine andere Wahrnehmung ins rechte Licht drückt, die nämlich ganz deutlich überall zu erkennen ist. Das, was du in den Nachrichten liest, ist das, wonach du dich richten sollst. Alles andere bleibt verborgen. Ja. Ja? Erstaunlich, wie das dann auch klappt überall. Und es sind dann nur so die alternativen Medien, die dann das nochmal aufgreifen. Ja, da ist ein Bild aus der Sendung Lanz. Ja, okay. Ich habe eine Meldung mitgebracht zu dem Herrn Gauck. Ja. Der Herr Gauck hat ja eine Grundsatzrede gehalten, wie man sie überall bezeichnet hat, die dann überall in den Medien teilweise im Wortlaut veröffentlicht worden ist. Und vieles von dieser Rede ist äußerst interessant, denn es gibt Hinweise, so sollten sich die Deutschen darauf einstellen, dass Englisch die Sprache Europas ist und dass natürlich also ganz viele ideologische Themen nicht nur wichtig sind, sondern eben auch friedenserhaltend sind. Da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Gauck wünscht sich nämlich einen europäischen Patriotismus, wie er das nennt. Ich habe diese Meldung aber aus zwei Gründen mitgebracht. Zum einen, weil sie eben in ihrer Aussage ganz klar zeigt, wo die Reise hingeht. Zum anderen aber, weil der Herr Gauck etwas Interessantes im Hintergrund hatte, als er diese Rede hielt. Ich habe hier eine kleine Meldung, die kannst du ja mal hochhalten, ich habe gleich noch ein größeres Bild. Ich würde gerne klein beginnen. Europa braucht keine Zauderer, sagte Herr Gauck. Mhm. Ja, die Fahne, da ist ein kannst du ja mal zeigen vielleicht? Ja, ist natürlich jetzt wahrscheinlich sehr schlecht zu sehen, so klein. Aber man sieht, es ist eine Fahne im Hintergrund. Europa braucht keine Zauderer. Und ich habe diese Fahne extra noch an meinem Computer etwas vergrößert, sodass man jetzt ein deutliches Bild hat. Und es würde mich wirklich interessieren, ob einer unserer Zuschauer sagen kann, was für eine Fahne ist das denn? Das ist nicht, unten ist rot, in der Mitte ist gelb, oben ist schwarz. Das ist nicht die deutsche Fahne. Das ist ganz sicher so. Wir sehen etwas wie einem Adler. Ja. Aber diese Fahne ist ja, man kann es hier sehr gut sehen, sehr auffällig bildfüllend. Ja, und ich habe noch ein weiteres Bild. Während alles ja sehr grau ist. Ich habe noch ein weiteres Bild, da sieht man es noch viel besser. Tada. Und hier sieht man auch die Größe der Fahne. Ja, überragt den Gauck. Weit, wir haben also eine Flagge, die in der Spitze, ich schätze, über 5 Meter hoch ist. Und eigentlich das einzige farbige, alles andere ist ja wirklich grau und grau sozusagen. Weiß, grau, schwarz. Und wirklich ganz zentral, mitten im Raum angeordnet. Ja. Und was hier auffällig ist, niemand fragt danach. Ja. Was ist denn das eigentlich für eine Fahne? Ja. Also hier können wir sehr schön feststellen, wir können die Dinge mitten im Raum präsentieren, ohne dass irgendjemand überhaupt eine Frage stellt. Ich würde gerne diese Frage stellen. Ich kann nicht sagen, was es für eine Fahne ist. Du hast es also auch nicht rausgefunden. Ja, also der Bundesadler scheint es zu sein. Wenn ich das interpretiere, sind es auch 3 Schwingen, also 6 rechts, links. Ja, das kann man nicht wirklich genau sehen. Aber gut, ist Interpretationsspielraum auf alle Fälle drin. Vielleicht gibt es ja Hinweise aus unserer Zuschauerschaft. Ja, würde mich sehr freuen. Und ich habe hier vielleicht nur noch zu dem, was ich eben schon angesprochen habe, hier ist die Originalrede vom Gauck. Das hier habe ich markiert, da geht es um die Sprache. Für mehr Gemeinsamkeit brauche Europa eine gemeinsame Sprache. Nicht nur Mehrsprachigkeit für die Eliten, sondern Mehrsprachigkeit für immer größere Bevölkerungsgruppen, für immer mehr Menschen, für alle. Ich bin überzeugt, dass in Europa beides nebeneinander leben kann. Beheimatung in der Muttersprache und ihrer Poesie und ein praktikables Englisch für alle Lebenslagen und Lebensalter. Hier können wir auch schon sehr schön herauslesen, dass eben die Muttersprache eine andere Qualität hat. Poesie. Als die praktikable, denn die Muttersprache ist nicht praktikabel. Das ist das, was daraus erwächst. Ja, unglaublich. Ja.
als die praktikable Sprache. Das Englische ist sehr praktikabel. Das Englische ist etwas, das nicht in Frage stellt, sondern sehr stark aufs Tun ausgerichtet ist. Ja. Wir haben darüber schon to make sense, to make sense Sinn so. Machen, ja. Was natürlich die größte Hybris überhaupt ist. Ja. Aber auch to make money und zeigt auch, in welche Richtung gedacht werden soll. Viel problematischer ist aber, dass eben Sprache gar nicht mehr verstanden wird, sondern jeder kann sich in etwa zusammen interpretieren, was wohl gemeint ist. Denn es gibt gar keine eigenständige, klare Definition mehr. Es werden englische Begriffe übernommen, jeder versteht sie irgendwo und interpretiert sie. Es fehlt uns aber der etymologische Zugang. Ja. In unserer eigenen Sprache können wir, auch wenn wir es unbewusst tun, immer die Qualität dahinter noch wahrnehmen. Das können wir aber nicht, wenn wir diese Begriffe durch etwas ersetzen, was wir nicht einmal verstehen. Und das ist etwas, das durchaus gewollt ist. Denn der Gauck spricht davon, nicht nur die mehrsprachigen Eliten. Die Eliten sollen sich ihre Mehrsprachigkeit erhalten. Ja. Auch das ist gewollt. Und wenn wir uns umschauen, so ist das ein gängiger Weg. Schon den Indianerkindern hat man in Reservaten den Mund mit Seife ausgewaschen, wenn sie in ihrer Sprache gesprochen haben. Oder die Kurden in der Türkei, wie auch immer. Wenn die Sprache verloren geht, geht auch der Bezug zu den alten, vorhandenen und ganz wichtigen Verbindungen verloren, die ein wichtiger Faktor sind hier für dich in dieser Welt, um dich zurechtzufinden. Ja, also spannend. Durchaus Absicht. Ja. Gut, ich habe weitere Meldungen, man könnte sagen querbeet, ja, die ein schönes Schlaglicht werfen auf verschiedene Entwicklungen. Einfach mal angucken. EU will per Fernbedienung Elektrogeräte in Haushalten abschalten. Die EU-Kommission will wegen des gestiegenen Energieverbrauchs die privaten Elektrogeräte über eine Fernbedienung ausschalten können. Einen entsprechenden Chip gibt es bereits. Die Stromkonzerne unterstützen die Initiative. Das heißt also, Kühlschränke könnten ausgeschaltet werden. Im Grunde genommen geht es darum, dass man dich von der energetischen Versorgung abschneiden kann. Ja, also und jemand anderes entscheidet, inwieweit ich meine Energie verwende sozusagen. Du verlierst jegliche Freiheit, jegliche Unabhängigkeit und bekommst natürlich ganz deutlich vermittelt, dass du auch jederzeit angewiesen bist auf dieses System und auf sein Wohlwollen, denn man kann dich nicht nur sofort an anderen Stellen innerhalb des Systems einbremsen, sondern ganz unmittelbar, indem man deinen Kühlschrank abschaltet oder dein Wasserbett. Ja, die Heizung im Winter, jetzt gerade ist es was auch recht immer. Frisch. Ne? Und wir hören ja auch bereits von den neuen Messgeräten bzw. von den neuen Stromverteilern, die eingebaut werden, die man eben auch abschalten kann und die natürlich eine große Macht bedeuten für die Stromkonzerne. Man rechtfertigt es immer damit, dass man dann ganz viel genauer den Strom messen kann. Ja, was ja Quatsch ist. Ich meine, so ein Stromzähler misst den Strom. Was ist da genau oder ungenau? Hier geht es allerdings noch um weitere, viel erschreckendere Themenbereiche, weil hier auch Frequenzen erzeugt werden über entsprechende Sendeanlagen. Ja, Sendeanlagen. Das heißt also, hier geht es um einen ganz starken energetischen Angriff. Ja. Ich möchte gerne zum Schluss nachher noch was dazu sagen, um hier auch nicht missverstanden zu werden. Es ist sehr wichtig, wir erleben eine äußerst herausfordernde Zeit, aber es ist überhaupt nicht notwendig, Angst zu haben, sondern es ist jetzt eine Zeit, in der man wissen muss, dass viel in Bewegung gerät, dass es unruhig wird, aber die Dinge dadurch auch in Ordnung kommen, okay, in ihren rechten Platz gerückt werden. Der Bundestag sagt, über Privatisierung von Wasser entscheidet Brüssel. Das ist jetzt inzwischen ja auch rechtsgültig geworden, so könnte man sagen, natürlich stimmt das nicht, aber es ist darüber abgestimmt worden, der Bundestag hat zugestimmt, Wasser ist kein Menschenrecht. Unglaublich. Ja. Und das wird jetzt von einer niemals gewählten und in keiner Weise irgendwie legitimierten Pseudo-Regierung in einem Land ohne eigene Regierung in Brüssel, in Belgien entschieden. Ja. Und natürlich kann jeder Mensch sofort verstehen, was das bedeutet. Und hier gibt es also keine Erklärung, die man eigentlich noch braucht, um zu verstehen, was dahinter steht. Ja. Aus der Welt. Europa enteignet erstmals die Gläubiger einer Bank. Das hat es selbst in Griechenland bislang noch nicht gegeben. Die niederländische Regierung hat über Nacht Anleihen der Bank SNS für wertlos erklärt.
Genau. Das bedeutet für Privatanleger den Totalverlust. Also hier kann man sehr schön sehen, dass das, was angeblich nie passieren kann, schon passiert ist. Das heißt, es wird eine Bank von heute auf morgen wertlos. Diejenigen, die Aktien haben von diesem Institut, verlieren alles. Und es ist einfach ein Hinweis darauf, dass diese Dinge eben doch möglich sind und doch passieren können und regelmäßig passieren. Es wird einfach gemacht. Sie sagen ja, sie machen es einfach, gucken, was passiert. Und es gibt ja relativ wenig Proteste. Und dann machen sie das nächste und setzen noch einen drauf. Also hier ist alles möglich. Und wir werden an dieser Stelle komplett entrechtet, wenn wir die Vorstellung haben, dass das unser Recht sei, was uns hier geboten wird. In Wahrheit müssen wir es nur wahrnehmen als das, was es ist und dann nicht mehr aktiv unterstützend in diesem System so viel in Kauf nehmen, sondern einfach ein Stück weit sperriger werden und es kommt Sand ins Getriebe. Das Gerät zum Glück erkennen das ja auch immer mehr Menschen. Wir haben es in Eisfeld zum Beispiel ja von Andreas Klaus gehört, dass es ein ganz großer Unterschied ist, wie das System uns sieht, nämlich als Personal einer Firma. Durch den Status der Person sieht man uns eben nicht als Menschen an, aber wenn wir uns auf Menschenrecht berufen und uns das bewusst machen und wieder sagen, Moment mal, das ist alles Handelsrecht, was ihr uns hier anbietet, ich bin ein Mensch, dann kann da sehr viel passieren, aber das wird gerade entdeckt von einigen wenigen, wird sich aber weiter verbreiten und viele wehren sich schon einfach gegen das System, in dem sie einfach sagen, entschuldige mal, ich bin keine Sache in dieser Firma. Ich habe hier eine Meldung, die ich kurz vorziehe. Okay. Durch das, was du eben gesagt hast, glaube ich, passt das ganz gut her. Ich habe hier einen Artikel, hunderte Neonazis in Deutschland abgetaucht. Um die Meldung selber geht es nicht so sehr. Ich würde dich bitten, das Bild mal zu zeigen. Das sehe ich schon von hier. Das übliche Bild. Also das ist das Bild, das bei den Agenturen dann immer, wenn es um Nazis geht, herausgenommen wird. Ja, und hier also eine Verbindung geschaffen wird. Ich möchte gerne mal darauf hinweisen, dass das doch auch interessant ist, diesen sogenannten Neonazi einmal zu beobachten. Wann entsteht er eigentlich? Wo kommt er her? Und man kann sehr deutlich und sehr schnell herausfinden, dass es die polare Bewegung zur Friedensbewegung, zur Hippie-Bewegung war, basierend auf den englischen Hooligans, die entsprechend in ihren Bomberjacken und Glatzen eine Gegenbewegung und in ihren Springerstiefeln, die natürlich mit einer Bewegung zu tun haben, die vielen Menschen Angst macht und die dann sehr schön diese Klischees in Gang halten und eben auch Abgrenzung aufzeigen zu dem, was man gar nicht möchte. Und hier wird es eben sehr einfach gemacht. Es wird immer dann, wenn dieses Thema nach oben kommt, ein Image, zu Deutsch Bild, gezeigt, das eben hier eine Verknüpfung in Gang setzt, die sehr, sehr primitiv ist. Und diese Verknüpfung können wir natürlich auch an ganz vielen anderen Stellen sehen und häufig können diese Verknüpfungen für uns auch ein Aha-Erlebnis erhalten. Wir haben jetzt im Moment die Wahl, die bald in diesem Jahr ansteht, das Superwahljahr 2013. Und wir haben, wenn wir unsere BRD-Flagge beobachten, schwarz, rot, gold, dann können wir sehr schön sehen, dass wir das Gleiche finden in der Parteienlandschaft. Die sogenannten Schwarzen, die Roten und die Gelben. Die gemeinschaftlich auftreten, um hier diese Flagge am Flattern zu halten. Und du kannst das beliebig in Bewegung setzen und du kannst hier kleine Verschiebungen vorstellen, aber in Wahrheit ist es immer das Gleiche, was du bekommst. Und häufig genau gegensätzlich zu dem, was dir präsentiert wird. Hier haben wir die Sozialdemokraten. Übrigens hat die SPD bei ihrem jetzigen letzten Treffen den Kellnern 6,20 Euro bezahlt als Lohn. Die SPD selber verlangt 8,50 als Mindestlohn. Ja. Das zum Thema soziale Partei. Ja. Über die Christlich-Demokratische Union braucht man nicht viel Worte, um zu erkennen, wie viel davon dort zu finden ist. Und auch bei den Liberalen findet man wenig. Wie ist es eigentlich bei den Nationalen? Findet man da viel Nationales? Bei manchen vielleicht. Aber das, was wir jetzt gerade erkennen und was wir in Bewegung sehen können, sind immer mehr genau jene Entrechtungen, die wir tatsächlich bei den damals im Dritten Reich Aktiven finden können. Ja. Die übrigens
Nationalsozialisten hießen, also eigentlich eine linke Partei sind, wenn man es genau nimmt. Also hier merken wir ganz einfach, jeder mag sich selbst drum kümmern, wenn er meint, dass das seine Aufmerksamkeit verdient, dass die Dinge nicht so einfach sind an manchen Stellen, an anderen Stellen aber viel einfacher und leicht durchschaubar sind. Wir werden sehr, sehr leicht mit Feindbildern und Etiketten in Bewegung gehalten. Ja. Einfach durchschauen und nicht mehr mitmachen, das ist mein Tipp. Ideologien, also, sehen wir ja immer wieder hier. Schweden schafft das Bargeld ab. Ja, lies es ruhig vor, das ist eine ganz konkrete... Schwedische Banken stellen den Bargelddienst in den Filialen ein. Kreditkarten sollen das Zahlen sicherer machen. Kritiker werfen ein, dass vor allem die Banken profitieren. Kunden würden zudem für den Handel völlig berechenbar. Also hier geht es wirklich so, dass eine der ganz großen schwedischen Banken kein Bargeld mehr annimmt und kein Bargeld mehr auszahlt. Ja. Das heißt, du hast ein Konto bei einer Bank, die, und das ist tatsächlich hier wohl relativ überraschend gekommen, dann eben kein Bargeld mehr annimmt und es gibt auch keinen Geldautomat, an dem du Geld holen kannst, sondern hier können wir den Versuch der kompletten Abschaffung des Bargeldes beobachten. Unfassbar. Östermalm ist nicht irgendein Stadtteil. Hier wohnen die reichsten, aber auch die ältesten Bürger des Landes. Ja, unglaublich. Also worauf ich hier an dieser Stelle hinweisen möchte, ist vielschichtig. Zum einen haben wir hier eine Parallele zu den Elektrogeräten, wo man den Strom abschalten kann. Genauso kannst du sofort von deiner finanziellen Versorgung abgeschaltet werden. Ja. Klack und deine Karte funktioniert nicht mehr. Du funktionierst nicht richtig, hast eine Meinung, die nicht in die Ideologie hineinpasst, klack, und du bist abgegrenzt von all diesen Dingen, die du im täglichen Leben benötigst, zumindest im üblichen Leben, in dem wir uns ja wiederfinden. Und das zweite große Thema ist, dass natürlich diese Geldströme überall sichtbar werden, du überprüfbar wirst, aber noch ein dritter Aspekt ist wichtig. Die Banken können nämlich Geld aus dem Nichts schaffen. Ja. Und in dem Moment, wo es außerhalb des Giralgeldes nicht gebraucht wird, sondern lediglich über oder per Überweisung kursiert, brauchen sie sich nicht einmal rückfinanzieren. Mhm. Also eine Bank kann, auch jede Sparkasse, Geld aus dem Nichts schaffen. Aber in dem Moment, wo das Geld ausgegeben wird, in Form von Scheinen, braucht es eine Refinanzierung, zu einem geringen prozentualen Teil zwar, aber es braucht eine gewisse Refinanzierung. Passiert das nicht mehr und Geld wird nur noch über Kontenbewegungen bewegt, dann braucht man es gar nicht mehr und Geld kann in noch unlimitierter Weise überhaupt beliebig hergestellt werden, muss aber durch reale Leistungen dann von der Bevölkerung erarbeitet werden, so ist es. Ja, unglaublich. Ja, und irgendwann kommst du wahrscheinlich auch zu uns. Ich hoffe, dass ganz viele Leute bei der Bank sofort kündigen. Ja, das ist zu hoffen und einfach nicht mitzumachen und diese Dinge einfach zu akzeptieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe eine Meldung, die passt ein Stück weiter hinein. Hier geht es darum, dass eine... Dann lies es vor. Kanzlei kassierte in Steinbrück Ära 7,3... Kanzlei? Ne? Ja. Also, kassierte in Steinbrück Ära 7,3 Millionen Euro. Die Kanzlei Freshfields, 1,8 Millionen Euro, Beraterhonorar unter Finanzminister Steinbrück erhalten. Also der Finanzminister hat hier eine englische Rechtsanwaltskanzlei zur Ausarbeitung der Gesetze beauftragt. Wir sprechen hier von dem ehrlichen Mann Steinbrück, was haben wir vorhin gesagt, der Mann, der die Wahrheit spricht, der also die deutschen Gesetze in einer englischen Kanzlei erarbeiten lässt und dafür die stolze Summe von eben über 7 Millionen bezahlt. Das ist natürlich insofern interessant, da die Regierung natürlich über eigene Juristen verfügt, die für solche Aufgaben in der naiven Kinderwelt jedenfalls meint man, dass dann herangezogen werden sollten. Hier können wir vieles erkennen, eben auch, wer die Gesetze macht und auf welcher gesetzlichen Grundlage sie beruhen. Da gibt es eine schöne Finanzmarktstabilisierungsanstalt, FMSA. Sehr schön. Ja, die Anstalt. Die Anstalt, neues aus. Die Wahrheit drückt sich. Ja. Immer aus. Zum Thema Geld nochmal ein kurzer Blick zurück. Also die Schweden, die teilweise kein Bargeld mehr bekommen, die Engländer haben es auf eine andere Art erfahren. Computercrash. Millionen Briten kommen nicht mehr ans Bargeld.
Eine Computerpanne hat am Mittwochabend dazu geführt, dass Millionen Kunden der staatlichen britischen Royal Bank of Scotland keine Überweisungen tätigen oder kein Bargeld abheben konnten. Niemand weiß, was hinter dem Crash steckt. Ja, das ist insofern interessant, dass es eben aufzeigt, wie schnell es geht und wie schnell man dir den Stecker herauszieht. Ja. Beängstigend. Dass diese Dinge immer deutlicher erkannt werden und auch nicht mehr so hingenommen werden, lässt sich hier herauslesen. EU rät Mitarbeitern bei Griechenland-Reise, fälschen Sie Ihren Lebenslauf. Vielleicht, das musst du eigentlich auch ins Bild halten. Dann passt das nicht. Die EU-Kommission befürchtet offenbar Attacken gegen ihre Mitarbeiter in Griechenland. In einer E-Mail rät die Kommission Mitarbeitern, die nach Griechenland geschickt werden, ihre Tätigkeit zu verheimlichen. Und jetzt wird es doch ganz spannend. Einen Fake-Lebenslauf zum Besten zu geben. Die E-Mail ist mit dem Buchstaben J unterschrieben. Niemand. Jetzt wird gerätselt, wer dieser J denn tatsächlich ist. Das ist eine ganz tolle Meldung. Unfassbar. Mit vielschichtigen Qualitäten. Zum einen natürlich das Selbstverständnis. Ja. Fälsche deinen Lebenslauf. Mit anderen Worten, lasse dir nicht hinter die Stirn blicken. Das, was du tust, muss geheim gehalten werden. Und das, was du tust, ist so gefährlich geworden und ist so gegen das gerichtet, dass du nicht einmal mehr deinen Namen sagen darfst, so wie auch diese J. Anweisung von J unterschrieben. Niemand weiß, wer es ist. Genau. Natürlich in Wahrheit das ausdrückt, was wir bereits bei den deutschen, in Anführungszeichen, deutschen Gerichten finden können. Dass dort weder eine Unterschrift vorhanden ist in den Schriftstücken, die du erhältst, und vor allen Dingen nicht einmal mehr der Vorname, der nämlich der eigentliche Name ist, zu finden ist. Ja. Dein Name entspricht deinem Vornamen. Und wenn ich den weglasse, dann, weil ich am liebsten damit gar nichts zu tun haben will und auch nicht dafür in Verantwortung genommen werden möchte. Also hier lässt sich vieles herauslesen und zeigt, an welcher Stelle wir bereits stehen. Okay. Ich habe es in den letzten Tagesenergien schon gesagt, wir sind an einem Punkt, an dem es sich nicht mehr übersehen lässt, dass man verzweifelt, wirklich ohne Rücksicht jetzt Dinge tut, die normalerweise ganz leicht dazu führen könnten, dass sie durchschaut werden und auch, dass sich Widerstand regt. Und das passiert auch. Okay. Die beiden letzten Meldungen, die ich mit habe, die eine hatten wir schon, das war der Herr Gauck, den lege ich mal zur Seite. Ich habe hier auf das hochgiftige Maisfutter, würde ich gerne noch hinweisen, Gift in den Lebensmitteln. Haben wir schon gesagt, in 3500 Höfen wurde hochgiftiges Maisfutter mit dem Schimmelpilz Aflatoxin B1 entdeckt. Ja, gut. Das ist eine Schreckensmeldung nach der nächsten. Ja, aber wir hatten beim letzten Mal über diesen sogenannten Pferdefleischskandal gesprochen. Und wir haben diesen Pferdefleischskandal über Wochen hinweg in den Medien verfolgen können. Und hier geht es darum, dass in 3500 Höfen hochgiftiges Futter transportiert wird. Diese Meldung hat sich keine zwei Tage gehalten und zeigt ganz einfach offen und deutlich, wie giftig die Welt ist. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis für die Energien im Moment, die Giftigkeit der Welt. Die Giftigkeit der Welt ist ein Symbol für das, was wir erleben und verdient einen weiteren Blick. Und deswegen habe ich auch diese Rio Grande Mandarin mitgebracht, ganz genau. Obst aus kontrolliertem Anbau. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Aber wer genauer lesen kann, ist klar im Vorteil, denn diese Mandarinen werden behandelt mit einem hochgiftigen Stoff. Kannst du hier vielleicht hinten bei den Zusammensetzungen lesen. Ja, so gute Augen haben. Konserviert mit Imazaulschale gewachst, Antonio. Weiß nicht, da sind also scheinbar einige Sachen ausgebracht worden. Also hier sehen wir, dass auf der einen Seite der Verbraucher, der eben den ökologischen Anbau im Blick hat, durchaus Interesse hat an gesunden Lebensmitteln und jene Stoffe eben im Verdacht stehen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt den richtigen Begriff auch nicht parat. Wir werden ihn unter unsere aktuelle Ausgabe der Tagesenergien schreiben mit einem Link auf Wikipedia. Dann kann jeder selber nachgoogeln, was das für ein Stoff ist. Ja, ob das L0901 was bedeutet, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es sicherlich nicht gesund. Ich glaube, es wurde schon mal auch in einem Fernsehbericht aufgezeigt, dass gerade, dass irgend so eine Kette sich irgend so ein Bio-Label hatte
reservieren lassen und dann sind die da vor Ort gefahren, wo die Nahrungsmittel herkommen, die da vertreiben und haben geguckt, ist das denn sozial, wie die da behaupten und alles andere. Also als die da... In gewisser Weise keine Überraschung. Keine Überraschung. Ich hatte auch eine passende Pressemeldung, die ich aus Versehen vermutlich im Auto gelassen habe, wo noch genau in der Welt dieser Stoff genannt war, zu den ganz giftigen, die leider immer noch verwendet werden. Also das ist nicht irgendwas, sondern noch... Nein, es ist ein Stoff, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Es ist so schade, das ist was schade wird, weil das hier passiert ist ja, dass aus möglicherweise wirklich kontrolliertem Obst ohne Not... Ja. etwas Vergiftetes gemacht wird. Ja. Und darauf möchte ich hinweisen. Und es uns dann noch so verkauft wird, als wäre es eben wirklich ja, was Gutes, was kontrolliert. Man sieht ja, dass die Menschen sich darum bemühen, eben tatsächlich etwas zu kaufen und dafür vielleicht auch etwas mehr auszugeben, was entsprechend gesund ist. Und wir sehen, wie wir dort auch leider mit etwas mehr Aufmerksamkeit hinter die Dinge blicken müssen, denn sie stehen dran. Du kannst das lesen. Und wenn 100 Leute zu Edeka kommen, zu einer Filiale und sagen, Moment mal, ich habe das gekauft, ich habe das jetzt nachgelesen, hier habe ich ihn ausgedruckt, ist der Wikipedia, wussten Sie das? Dann wird es irgendwann nicht mehr gehen. Hm. Wir haben hier eine große Möglichkeit, denn es ist offensichtlich, offenkundig. Hm. Und dass die Industrie auf der anderen Seite versucht, diesen Markt zu bedienen, kannst du auch überall sehen. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, natürlich ohne Farbstoffe. Es ist nichts, was entsteht, weil man auf einmal eine Erkenntnis gewonnen hat, jetzt gesündere Lebensmittel produzieren zu wollen, sondern das Bewusstsein der Menschen hat sich verändert. Und deswegen habe ich diese Haribo-Lakritze mitgebracht. Man kann sehen, Stevia-Lakritz. Stevia, ja. Genau. 40% weniger Kalorien, Wellness-Lakritz. Gesüßt mit Stevia, Glykosiden aus der Stevia-Pflanze. Ja, also was ich hier ganz klar sagen möchte, man kann hier so sehr schnell missverstanden werden, dass hier Werbung jetzt für die Firma Haribo gemacht wird. Ich wollte es einfach als Ausdruck dessen mitbringen, dass auch hier Bewegungen in Gang sind, über die wir vor 3 Jahren nicht hätten sprechen können. Vor 3 Jahren war Stevia ein durchaus illegaler Zusatz. Man konnte diesen Süßstoff bei eBay kaufen, aber die eBay-Verkäufer waren mit einem Fuß in der Grauzone. Und hier kann man schon sehen, dass die Dinge eben in einer Polarität für uns sichtbar werden können. Ja. Hier siehst du auf der einen Seite durchaus auch eine Veränderung. Natürlich noch in häufig einer Form, die, wenn du sie genau überprüfst, nicht diesen Ansprüchen gerecht wird. Aber ein Weg dahin. Ein Hinweis darauf, dass die Dinge auch dort in Gang kommen. Ganz wichtig. Die Menschen es verlangen. Genau. Und zwar etwas, das durch Reife geschieht. Mein letzter mitgebrachter Artikel. Hänsel und Gretel Hexenjäger. So heißt der neue Film, der jetzt brutal, blutig, bitterböse und nur für Erwachsene. Das ist die Überschrift. Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Unfassbar, ja. So die Kinder, die heute dann mit Hänsel und Gretel aufwachsen, die haben dann ein ganz anderes Bild. Nicht nur. Ich habe diese Meldung aus einem ganz konkreten Grund mitgebracht und auch als letzte Meldung hier für die Tagesenergien bereitgestellt. Denn schließlich ist es so, dass dieser Hinweis Hänsel, Gretel, Hexenjäger ein Symbol für eine Aktivität ist, die wir an ganz vielen Stellen beobachten können. Und das hat wieder etwas mit dem Kampf zu tun gegen bestimmte energetische Ausdrucksformen. Mhm. Wer ein bisschen zurückblickt und über den normalen Tellerrand hinausblicken kann, der kann schnell herausfinden, dass die Hexen, die man tatsächlich zu Millionen verbrannt hat, nicht sehr viel zu tun haben mit dem Hexenbild, das man uns heute verkauft, à la Hollywood, sondern dass es eher um Frauen ging, primär um Frauen, die einen Zugang hatten zu anderen dahinterliegenden Qualitäten. Ja. Ein Zugang, den man auch heute noch nicht wünscht. Ein Zugang, der auch heute noch bekämpft wird. Und der ganz offen bekämpft werden kann mit Brutalität. Mit etwas, das uns als durchaus eine Neuinterpretation einer alten Geschichte verkauft wird. Wer sich aber ein bisschen auseinandersetzt, kann feststellen, dass die Gebrüder Grimm
in allererster Linie Sprachforscher waren. Das sind die größten und wichtigsten Figuren bezogen auf die deutsche Sprache in jüngerer Zeit. Das Grimmsche Wörterbuch ist das etymologische Wörterbuch im Deutschen. Ein unglaublich umfassendes Werk, das sich mit den wahren Sinnen hinter den Begrifflichkeiten beschäftigt. Ein magisches Werk. Ein Werk, was einen Blick auf die dahinterliegenden Kräfte ermöglicht. Und hier geht es sehr wohl auch um einen Kampf gegen jene Kräfte. Und wer sich den Film Gebrüder Grimm oder Brothers Grimm, wie er auch im Deutschen hieß, ansieht, kann schnell feststellen, die Gebrüder Grimm sind Betrüger in diesem Film. Ja, hatten wir schon mal. Hier geht es um einen Kampf gegen Werte. Brutal, blutig und bitterböse. Es geht um einen offenen Kampf gegen Werte. Es werden Rituale im Moment durchgeführt. Das bringt uns ein Stück weit wieder zur Funktion des Pontifex, in der Türen geöffnet werden, die andere Richtungen in Gang halten sollten, als wir sie uns hier erhoffen. Ja. Also hier geschieht viel mehr. Wir leben in einer magischen Welt. Und du kannst als Einsteiger in diese Themen sowohl in diese magische Welt hineinblicken, wie auch an der Oberfläche. Aber überall siehst du, was in den dahinterliegenden energetischen Ausdrucksformen sichtbar wird. Es wird immer mehr offensichtlich. Man könnte sagen, der Kampf wird immer deutlicher. In Wahrheit jedoch ist es so, dass die beiden Pole einander bedingen, einander brauchen und nur in ihrer Klarheit im Moment für uns, in unserer Wahrnehmungsform, dieser Eindruck eines Kampfes entsteht. Es ist alles gut, so wie es ist. Aber es ist im Moment sehr herausfordernd. Wir haben im Moment starke energetische Kräfte. In uns kommt viel mehr in Gang. Und wir werden sensibler. Und das beides greift ineinander. Du wirst sensibler und du kriegst mehr ab. Das beutelt die Menschen, viele Menschen im Moment, glaube ich, auch sehr. Also ja. Viele fühlen sich, ich höre das auch viel, fühlen sich depressiv und runtergezogen. Das hat natürlich auch ein bisschen mit dem fehlenden Licht während der Wintermonate zu tun. Aber auch das ist nicht zufällig so. Ja. Sondern jetzt ist eben die Zeit, in der die Dinge langsam schon wieder in Gang kommen. Und so, wie wir vor wenigen Tagen noch dachten, jetzt kommt der Frühling. Ja. Und die Menschen in die Gärten gegangen sind und haben sich schon ein bisschen eingestellt und auf einmal kommt der Winter wieder. Das entspricht sehr stark auch der momentanen energetischen Qualität. Wir bekommen starke energetische Impulse, die uns sehr herausfordern. Vieles davon sind große Themen, sind große energetische Themen. Nicht die Themen deiner kleinen Rollenidentifikation. Innerhalb deiner Rolle wird der Verstand immer Resonanzen finden. Er wird immer etwas finden, was zur Rolle passt. Aber es geht um existenzielle Themen. Ja. Das ganz große Machtinstrument, das im Moment noch missbraucht wird und ganz stark gegen die Menschen eingesetzt wird, ist das, dich jederzeit abgrenzen zu können von deiner Existenz. Dich bedrohen zu können in deiner Existenz. Das funktioniert so lange, du glaubst, dass eben diese Menschen deine Existenz sichern. In Wahrheit bist du immer versorgt. Vielleicht nicht in dieser Form, in der du es jetzt bist. Vielleicht nicht in dieser Form, die du dir vorstellst, von Versorgung, von Lebensversicherung, von Rentenversicherung, von irgendwelchen anderen Dingen. Aber du bist immer versorgt. Und das ist etwas, das nicht gespürt werden soll. Angst ist ein großes, wichtiges Thema. Angst wird erzeugt, Angst wird geschürt. Angst bedeutet in der Übersetzung Enge. Und hier liegt auch die Lösung. Die Lösung liegt im Ausweiten, Raum einnehmen. Sowohl im Äußeren, lass dir nicht alles gefallen, gib deine Stimme nicht an der Urne ab, nimm Raum ein, erhebe deine Stimme oder sage nichts, aber nimm nicht alles hin. Wie im Inneren, wo du dich körperlich ausbreiten kannst, tief atmen kannst. Und wenn du spürst, dass es eng wird, dann dort etwas mehr Aufmerksamkeit und Weite hineinzuleiten. Das sind die grundsätzlichen Ansätze, die man anbieten kann und die jetzt gebraucht werden, die jetzt wichtig werden. Sehr spannend. Ich würde das auch als Schlusswort gelten lassen. Ja. Es sei denn, hast du noch ganz eine wichtige Aussage, was du... Ich würde gerne noch mal hinweisen auf die körperlichen Symptome im Moment, weil die sehr konkret sein können und im Moment auch eine ziemliche Stärke aufweisen bisweilen. Und auch wenn sich das ein oder andere wiederholt, so ist doch für den
ein oder anderen Zuschauern wichtig zu sehen, das, was dort geschieht, ist eben nicht nur etwas, das ein körperliches Gebrechen anzeigt, sondern der Körper übernimmt sehr viel von dem, was geschieht. Ein Teil geschieht über den Kopf, ein Teil geschieht über unsere bewusste Wahrnehmung durch den Verstand. Aha, da kommt was nach oben, da werden Emotionen in Gang gesetzt und der Kopf sagt, ja, guck, da ist ein Prozess, der in Gang kommt. Mhm. Der Kopf kann recht esoterisch sein in dieser Anmutung, auf der Suche nach Neuem. Aber das, was auf der körperlichen Ebene geschieht, ist genauso wichtig und wird häufig nur als ein Pieksen, ein Stechen, ein Jucken oder möglicherweise auch mal als ein Leibschmerz empfunden. Vieles von dem geschieht ganz automatisch. Alle 7 Jahre, sagt man, bist du ein neuer Mensch, weil sich alle Zellen in dir erneuert haben. Mhm. So wie jeden Tag Millionen von Zellen absterben und durch neue ersetzt werden. Und so entsteht hier ein neuer Mensch. Und das geschieht tatsächlich auch dadurch, dass Veränderungen stattfinden und diese Veränderungen zu einer höheren Sensibilität führen. Du bekommst mehr mit und mehr kommt in dir in Gang. Der Magen, ganz wichtig, als ein Ort der Transformation. Das, was du äußerlich aufnimmst, wird zu einem Teil von dir. Das, was Außenwelt ist, wird zur Innenwelt. Und manches, was da außen ist, ist herausfordernd. Kann kaum verdaut werden. Und die Ängste spielen sich ja auch da ab. Ne? Ja, die sind dort spürbar. Insbesondere die Emotionen. Ja. Der Bauch steht für den emotionalen Bereich und Emotionen sind auch häufig Konditionierung. Das heißt, sie sind erst künstlich erzeugt. Ängste können entstehen durch Hysterien. Ein kleines Mädchen, das ganz hysterisch schreit, weil es einen kleinen Hund sieht. Das hat nichts mit Ängsten aus der tiefen, gefühlten Qualität zu tun, sondern häufig mit Konditionierung, vielleicht einer Mutter, die schon mal gebissen worden ist. Mhm. Und die sofort, wenn ein Hund kam, das Kind ganz ängstlich auf den Arm genommen hat. Hier sind diese Emotionen nichts das, was deiner wahren Natur entspricht, sondern es sind eben auch durch die entsprechenden Umwelt- und Konditionierungseinflüsse erzeugte, überfällig veränderte Konstrukte, die sich jetzt ablösen. Also hier kommt viel in Gang. Dann der Verstand und schließlich das Herz. Und das Herz ist der Aspekt, in dem tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene ohne den Verstand und ohne die Ängste der Emotionen immer mehr wahrgenommen wird. Das ist jetzt ganz wesentlich. Und auch das Herz klopft an und tut bisweilen weh. Emotionales Herz hier häufig spürbar, aber auch das tatsächliche physische Herz ist spürbar. Die Nerven, die Synapsen. Wir sind im Austausch, wir sind angeschlossen. Nicht nur über die Ohren, über die Augen, über das Fühlen, über das Schmecken und über das Riechen, sondern auch über unsere anderen Nervenenden, nur dass wir die nicht so interpretieren. Also du liegst im Trend, wenn jetzt dort Bewegung hineinkommt, gönne dir viel Pausen, ist auch sehr wichtig. Mhm. Prozesse der Reinigung stehen im Moment an. Du hast von Erkältung gesprochen, die Nase voll haben, die Dinge in den Fluss bringen, das gehört hierher. Und auch der Husten, gegen etwas anhusten, was man sonst unterdrückt. Ich huste dir was. Ja, ist etwas, das durchaus ausdrückt, was jetzt in Gang kommt. Mut wird gebraucht. Selbstvertrauen und vor allen Dingen auch das Gefühl, versorgt zu sein, Teil des Ganzen zu sein. Und das ist das, was jetzt ganz deutlich in den nächsten Tagen, auch unterstützend in uns wahrscheinlich, immer mehr leichter wahrgenommen wird. Es kommt viel in Gang. Wir haben Bewegungen gehabt, die jetzt vieles erleichtern. Wunderbar. Ich danke dir, Alexander. Sehr gerne.